Jetzt mache ich hier einfach mal hier ein paar Maßlinien rein. Zweilagen, denn die Decke ist ja ziemlich einfach. Die würde ja eigentlich auch auf Gesamt funktionieren. Machen wir mal zweilagig. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wieder in den Assistenten reinzugehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie einfach nur so hellblaue Bewährung. Schaut ja ekelhaft aus. Dann weiß ich, Zeichnungstyp bitte auch hier umstellen. Wir können jetzt einfach in Farbe darstellen. Und deswegen soll ich eine neue Position machen. Sehe ich gar nicht ein. Sehe ich gar nicht ein. Gar nicht. Kopieren und spiegeln. Hier wieder Links-Shift. Einmal hier. Und zack. Wieder Links-Shift. Und so kann es gehen. Und klicken auf die Lagentiefe. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt die untere Lage auswählen, hier irgendwo an einen Schnitt, an einen Punkt gehen und sehen jetzt hier den Absetzpunkt, der ist hier an diesem Kreuzpunkt. Und die Betondeckung würde jetzt hier nach oben gehen. Dann sehen wir, okay, hier ist also die Betondeckung drin. Da können wir jetzt 0,025 eingeben. Wenn wir jetzt Enter drücken, dann wissen wir, die Matte wird hier gestellt. Hier wird der Anfangspunkt und 2,5 cm gehen wir in Betondeckung in diese Richtung. Heute werden wir mal diese Decke etwas bewähren. Wie ihr seht, habe ich hier ein kleines Mini-Modell dazu und ihr könnt jetzt die Transparenz, damit ihr dann die Bewährung sehen könnt, über die Objektpalette steuern. Dann ist es nur temporär und nur für euch. Oder ich möchte eigentlich ab dem Bewährungszeitpunkt die Transparenz dauerhaft haben. Deswegen stelle ich die Oberfläche des Betons einfach auf Transparenz um. Das ist aber dann im ganzen Projekt und dann auch im ganzen, ja, für jeden Arbeitskollegen gleich transparent. Ihr müsst den Bewegungsmodus dazu einschalten und die Animation geöffnet haben. Mit einem Rechtsklick klickt ihr dann auf irgendeine Oberfläche oder auf irgendeine Wand oder Decke und dann geht ihr auf freie Oberflächen an 3D Architekturelemente zu weisen. Wer kennt den Befehl nicht? So, für mich heißt der Befehl einfach das Erste. Und dann gehe ich mit dem roten Stift auf den Ortbeton in dem Fall. Das könnte auch der NC-Beton sein, also ihr müsst immer schauen, was habt ihr gerade angewählt. In dem Fall sage ich Oberfläche ändern und dann kann ich die Intensität der Transparenz hier einfach mit dem Regler verschieben. Wir können auch hier, glaube ich, reinschreiben, genau, einen Doppelklick. Ich schreibe jetzt mal 70 rein, Enter und sage okay. Und ihr seht hier, dass hier alles jetzt transparent ist. Dann sage ich hier Kreuzchen, schließe ich das Ganze und dann haben wir hier die Transparenz. Was ich noch herausgefunden habe, wenn ich jetzt auf der Animation in Altplan 24 die Schattierungsart auf Fond stelle, dann... Ja, jetzt geht es sogar wieder. Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Weil davor war es so, dass ich die Bauteile darunter nicht mehr gesehen habe. Gut, jetzt geht es wieder. Dann passt ja alles. So habe ich das Ganze jetzt einfach mal eingestellt. Wenn jemand weiß, was das oder das überhaupt heißt, dann soll es mitteilen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so lustig, wenn da immer so Fachwörter drin stehen und man wählt halt eins davon aus. Keine Ahnung, ich bin Trauerexperte und kein... Fotograf, ich denke mal, dass es von sowas kommt wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. So, jetzt wollen wir aber anfangen zu bewähren. Damit wir anfangen können zu bewähren, müssen wir erstmal die Teilbilder dazu festlegen. In meinem Fall, ich habe jetzt hier links das Modell und normalerweise bewähre ich rechts, aber dieses Vorlaufprojekt von mir wurde so eingestellt, dass auch links die Bewährung ist. Das heißt, wir können hier die Bewährung auch exportieren auf BIM Plus, Solibri und so weiter und so fort und können das zur Verfügung stellen. Das funktioniert aber nur, wenn die Bewährung auf der linken Seite ist, denn dann ist sie auch exportierbar in IFC-Format. Genau. Ich habe jetzt hier für meine Decke, damit ich diese bewähren kann, muss ich die Wände darunter sehen. Ich muss die Wände darüber sehen. Also ich muss mich wissen, was kommt denn aus den Wänden raus. Und wo ist der Anschluss in die obere Lage vielleicht? Also ich brauche die oberen Wände, die untere Wände und die Decke selbst. Dazu noch die Einbauteile. Und dann gehe ich hier in meinen Bereich rein. Ich habe hier ein Reserveteilbild. Ich habe meine Detailschnitte, Schaltplan, Bewährung und Reports. Das kann jeder selber aufteilen, wie er möchte. Ich habe es so getan. Und dann öffne ich meine Detailschnitte in Rot, also aktiv setzen.
Und jetzt machen wir unsere Schnitte. Dazu gehe ich einfach auf Schnitt generieren. Und jetzt mache ich, ihr könnt hier auf einfach und erweitert klicken. Ich mache erweitert, gehe hier auf die Deckenuntersicht, nenne die Schnittbezeichnung Grundriss, also GR. Und jetzt gehe ich hier einen Meter auf einen Meter entfernt und starte hier. Dann gehe ich bis zu dieser Kragplatte, die mit der EcoBox angeschlossen wurde. Und dann gehe ich 1 und 1 nach unten. Die Diagonale wurde gezogen und ich escape aus dem Ganzen und klicke hier in den mittleren Kreis, um eine Grundrissableitung zu bekommen. So weit, so gut. Ich glaube, das haben wir noch alle drauf. Ja, jetzt haben wir hier die möglichen Einstellungen. Wir können jetzt gleich die Höhe aus dem Element und sowas machen. Ich mache natürlich automatisch aktivieren. Die Teilbilder könnte ich jetzt nochmal kontrollieren, ob die alle passen. Schmecken mir so. Ein brutaler Grundriss benötige ich jetzt in der Decke nicht. Die deaktiviere ich jetzt noch. Okay. Dann Layer. Ich mache alle aktiv, automatisch aktualisieren. Warum mache ich hier alle aktiv? Weil ich über den Zeichnungstypen meine Bewährung und Schalung aktiviere und deaktiviere. Ja, und dann können wir hier noch die Oberfläche einstellen. Das können wir aber auch im Nachgang bearbeiten. Ich setze es einfach mal irgendwo ab als erstes und escape hier wieder. Dann verschiebe ich mir den Schnitt. Ich nehme einen markanten Punkt, zum Beispiel auch hier dieses vom Schnitt selber, den Eckpunkt und hier. Und jetzt gehe ich einfach markante Meter herunter, zum Beispiel, ja, 25 ist fast zu weit, 20, 15, machen wir 15. Nee, da haben wir zu wenig Platz, machen wir 20. 20 Meter, jetzt habe ich vom Originalmodell 20 Meter entfernt meinen Schnitt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn die Schraffur wurde nicht übernommen, die Textur nicht. Das heißt, die Höhe muss ich noch anpassen. Die Höhe passe ich am schnellsten an, wenn ich einfach hier in die Projektion gehe. Die erscheint, sobald ich hier mit der Maus drüber gehe, links unten. Und dann hole ich mir die Ansicht von vorne, klicke einmal auf diesen Pfeil. Und dann sehen wir das Ganze so von der Seitenansicht. Der rosa Rahmen bei mir ist sozusagen der Schnittrahmen bei mir. Ich glaube, standardmäßig ist der gelb. Den habe ich mir umgestellt auf den Optionen oder unter den Optionen. Könnt ihr das bei der Anzeige hier Hilfskonstruktion umstellen. Ich finde, das Gelb sieht man nicht, wenn man weiß, den Hintergrund benutzt. Wenn jetzt jemand schwarz benutzt, dann ist Gelb vielleicht nicht schlecht, aber genau beim weißen Hintergrund ist mir das zu wenig. Gut, jetzt breche ich das Ganze ab. Klick einmal hier in den Schnitt rein, also irgendwo hier drinnen. Aber so, dass ich kein Bauteil anklicke. Also wenn ich jetzt ein Bauteil anklicke, dann ist natürlich das Bauteil aktiv. Ich will den Schnitt aktivieren, deswegen gehe ich einfach irgendwo hier rein in den Schnitt. Dann habe ich hier schöne Griffe und dann nehme ich mir die Griffe und gehe zum Beispiel 25 cm unterhalb der Decke. Hoppala. Da kommen wir nochmal so ungefähr. Und genauso hier gehe ich auch ein bisschen drüber. Das kommt aber immer drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, weiß ich jetzt, ich schneide bei dem Unterzug komplett durch. Möchte ich das? Wenn nicht, dann gehe ich unterhalb dieses Unterzugs und so weiter und so fort. Also das ist immer die Frage, wie man es darstellen möchte. Jetzt gehe ich in den Grundriss und jetzt sehe ich auch schon das Ergebnis, indem dass ich das Ganze geändert habe. Jetzt ist hier die Schraffur oder die Textur in Grau dargestellt. Also ich habe jetzt hier durchgeschnitten. Ich kann den Zeichnungstyp bei mir ändern auf Schalplan, Farbe, Schraffur. Ich kann ihn ändern auf Schaltplan nur schwarz-weiß. Ich habe hier die maximale Kontrolle über dieses Panel. Also ich kann auch nur Farbe machen, ohne Schraffur. Das gefällt mir aber am wenigsten. Ich möchte in dem Fall sowieso Bewährung. Und wenn ich jetzt in meinen Assistenten schaue, meinen schlauen Assistenten, habe ich hier die Möglichkeit, auf meinen Reiter Bewährung zu gehen. Und habe mir das so angelegt. Also ich kenne das, dass viele hier ein ganzes Gebäude abbilden und dann einfach sagen, hier musst du das und das und das Eisen benutzen. Ich sage es euch ganz ehrlich, in Wandbewährung benutze ich nur allgemein und vielleicht noch Zulage und das war's. Und in Decken oder in Bodenplatten, da benutze ich mehr Layer und da ist mir die Vorgabe egal. Ich benutze das so, wie es für mich logisch der Aufbau ist, ohne dass es mich behindert. Und auch nur dann, wenn es sinnvoll ist.
wenn ich unten und oben dieselbe Lage habe an Rundstahl und ich muss nichts ändern oben und unten, dann nehme ich sogar hier denselben Layer. Oh, jetzt habe ich was verraten. So, gut. Also ich kann hier die Rundstahlbewehrung nehmen, ich kann hier unten die Mattenstahlbewehrung nehmen. Ich habe es einmal als Feldverlegung und einmal als Einzelverlegung. Ja, komm, wir nehmen heute auch mal Matten her, damit ich auch zeigen kann, wie man damit umgeht. So, jetzt habe ich hier ein Treppenloch, hier, und das sieht man jetzt nicht. Ich weiß, es kursieren Durchbruchssymbole, 3D-Durchbruchssymbole im Internet rum, die kann man verwenden. Bei so einem großen Durchbruch glaube ich nicht, denn das wurde nicht ausgeschnitten. Oder wurde es ausgeschnitten von mir? Weiß ich gar nicht. Oder vielleicht wurde es auch so modelliert. Nee, wurde sogar ausgeschnitten. Okay. Im Schaltplan habe ich hier solche Öffnungssymbole. Das sind immer noch Smart Parts. Die kann man krumm erstellen oder gerade. Das benutze ich einfach und setze es mir hier einmal ein in die Ecke. Dann nehme ich diesen Pfeil. So, dann habe ich das Ganze auch schon hier erstellt. Das reicht mir völlig aus für mein Treppenloch. Wenn ich jetzt noch das Ganze vielleicht spiegeln möchte oder drehen möchte, könnte ich es auch noch hier absetzen. Keine Ahnung, wie man das beim Treppenloch immer schön sauber macht, dass man erkennt, das ist das Treppenloch. Machen wir mal hier so ein Doppelding. Schaut irgendwie cool abgespaced aus. Und jetzt dürft ihr natürlich schimpfen, dass es nicht nach DIN oder sonst irgendwas ist. Ja, nach mir die Sintflut. So, gut. Und ich weiß auch nicht, ob das sein darf mit der Dübelleiste, dass die hier in die Wand reingeht. Ich denke mal eher nicht. Aber ich habe hier einfach irgendwas reingelegt. Ich habe einfach einen Durchstandskegel anhand irgendeiner Kraft mit Stützen gemacht. Also ignoriert einfach mal die Dübelleisten. Für mich war es ja nur für Präsentation für meine Supports, die ihr natürlich kostenfrei auf www.alplan-einbauteile.de erhält oder auf www.subgra.de, also www.subgrade, und dann könnt ihr die kostenfrei runterladen. So viel Zeit muss sein. Zeigen wir mal. www.alplan-einbauteile.de. Dann kommt ihr auf meine Homepage, dann geht ihr hier auf jetzt downloaden. Dann könnt ihr hier jede Menge herunterladen. Ihr könnt den Report nochmal separat herunterladen. Ist aber in jedem Support automatisch dabei. Ihr könnt Legenden herunterladen. Die sind nicht automatisch dabei. Wenn ihr die installieren wollt, schaut ihr dieses Video an. Hier habe ich verschiedene Alplan-Icons, damit ihr Alplan 24 von 23 zum Beispiel in der Taskleiste unterscheiden könnt. Wir haben ein Attribute ändern Python-Part entwickelt, zusammen mit den Soll-Parts. Und warum ist das jetzt doppelt? Ja, das war der Webdesigner. Ah, gut. Muss ich wieder eine Zeile rauslöschen, ist aber kein Problem. Dann haben wir noch Attribute Codes. Ich habe einfach mal reinschauen, was das ist, per YouTube. Und da unten sind meine Subparts, die für euch kostenfrei zur Verfügung stehen, denn das Ganze wird über die Hersteller gesponsert. Also unterstützt auch diese Hersteller, muss ich sagen, denn die unterstützen auch euch. Gut, das ist meine Meinung. Ansonsten sind wir hier zurück und wir sehen hier jetzt den Grundriss. Wir wollen noch weitere Schnitte machen. Ich kann jetzt hier einfach einen Doppelrechtsklick auf den Schnitt machen. Vorausgesetzt, es ist kein Befehl aktiv. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Verschieben aktiv habt, Verschieben, macht jetzt einen Doppelrechtsklick auf den Schnitt, dann funktioniert es nicht. Also immer schön escapen, Doppelrechtsklick auf den Schnitt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder im Originalmodell hier wieder einen Schnitt anzusetzen, sagen wir so, und dann so, und dann so, ja. Oder es geht noch schneller und noch besser, wenn wir das Ganze nochmal rückgängig machen mit Steuerung Z oder mit dem Pfeil zurück. Aber Steuerung Z und Steuerung Y, das funktioniert in Windows Explorer, das funktioniert überall eigentlich, in jedem Programm immer Steuerung Z und Steuerung Y ist vor oder Schritt wieder zurück. So, jetzt soll es aber um den Schnitt gehen, Doppelrechtsklick auf den Schnitt. Wichtig, Deckenuntersicht jetzt ausmachen. Wir sagen, die Schnittbezeichnung heißt jetzt bei mir 1. Höhe aus Elementen können wir aktivieren, aber dann haben wir immer die Gesamthöhe drin. Wir können das Ganze aber auch anpassen. Oder wir geben hier die Ober- und Unterkante gleich ein. Dazu müssen wir einmal das Ganze messen. Wo haben wir denn unsere Höhen? Ich mache das Ganze mit Messen Koordinaten. Klick hier einmal an. Die Unterkante der Decke ist auf 2,35.
Und jetzt kann ich da sagen, 2,35 minus 0,25, das ist die Unterkante. Und das Ganze messe ich noch in der Oberkante. Hier haben wir 2,60, also 2,60 plus 0,25, das passt mir so. Und dann kann ich wieder zurückkehren in den Grundriss. Und von welchem Schnitt? Hier kann man dann den anderen Schnitt markieren, an der äußeren Linie, seht ihr das? Dann wird die bei mir, ich habe sie in Blaumarkierung, habe ich eingestellt, keine rote, weil sonst die Einbauteile nicht sehen, wenn ich es markiere. Und deswegen sehe ich jetzt hier, wird der Schnitt markiert, jetzt mache ich einen Schnitt aus einem anderen Schnitt heraus. Das ist so genial, weil ich einfach jetzt an diesem Schnitt gleich arbeiten kann. Und jetzt sage ich, okay, wo sind markante Stellen? Markante wäre zum Beispiel hier herum der Kranz von Treppen, Haus. Hier wird wahrscheinlich irgendein Anschluss eigentlich sein mit einer Anschlussplatte. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so modelliert. Aber aus diesem Grund würde ich zum Beispiel jetzt hier 25 cm nach oben gehen, vor der Stütze hier anfangen. Einen Zentimeter nach rechts gehen und jetzt ziehe ich das Ganze hier runterwärts und würde sagen, so schaut es gut aus. Schau von rechts nach links. Wir könnten auch gleich ganz durchschneiden, eigentlich in dem Fall. So. Ja, eigentlich habe ich echt recht. Den müsste ich eigentlich schon komplett ganz durchziehen, weil hier auch die Kragplatte ist und auch die Echo Box. Minus 0,25 von hier. Komm. Oh. Jetzt haben wir unseren ersten Schnitt, den können wir natürlich auch beschriften und sagen, halt assoziativ beschriften, Ansicht beschriften, Schnitt 1,1, ich wähle hier immer die 4,4 aus, ja, das ist meine Schriftart, Drehwinkel 0, wunderbar. Warum ist denn das weiß? Linienfarbe? Moment, was stimmt jetzt hier nicht? Ist doch alles okay. Farbe möchte ich gerne schwarz haben. In den Layer möchte ich auf Standard bitte. Hier ist jetzt aber irgendwas nicht ganz koscher, muss ich sagen. Ich reaktiviere mal nochmal das Teilbild. Mit Rechtsklick Referenzteilbilder aktiv schalten und hier. Hallöchen. Habe ich irgendwas im Layer vergessen einzuschalten? Dann machen wir das Ganze hier mit alles an. Nö, der will mir einfach diesen Schnitt nicht beschriften. Ist aber sehr schade. Warum willst du das nicht? Ich möchte es doch. Hallo. Beschriftung einstellen. Überschrift. Heieiei. Machen wir links. Ja, machen wir es. Ja, links so. Überschrift. Ja. Zusatztext. Schnitt. Leer. Textparameter. 4. 4. Anwenden. Schön. Heieiei. Gut gemacht, Peter. Haben wir das auch noch geklärt, hm? Doppel-Rechtsklick auf den Schnitt. Wir könnten jetzt wieder von dem Schnitt zum Beispiel hier wieder einen weiteren Schnitt erzeugen oder wir gehen jetzt wieder hier entlang. Ja, komm, wir machen einfach nochmal einen kompletten Schnitt durch den Unterzug, weil hier würden wir vielleicht die Anschlussbewehrung mit anzeigen lassen. Ja, ich würde mal behaupten, das macht Sinn. Ich habe aber den Unterzug nicht bewährt. Entschuldigung, das ist halt einfach so. Gut. Yep. So, einstellen. Beschriftung hoffentlich nachkommen. Die übernehmen wir jetzt von dir. Geht es nicht? Ach komm. Dann halt nicht. Eieieiei, Schnitt. Und. Ja, man sieht, ich habe schon lange bewährt, ist einige Jahre her. Bemausen aus, Maßstab, mir egal. Ich setze das Ganze hier ab. Und
Normalerweise mache ich hier immer die einen Schnitte, die in horizontal sind und also hier vertikal und hier horizontal. Da ich aber jetzt nur zwei Schnitte mache, in dem Fall, setze ich mal das so untereinander. Gut, die Dübler ist nochmal aktiv. Wir haben die Schnitte gesetzt. Was ich jetzt noch mache oder nachholen werde, wäre, ich war schon richtig auf Schaltplan, Betonierfugen jetzt hinzufügen. Überall, wo eine Betonierfuge stattfindet, zum Beispiel wie hier, das setze ich auf das Teilbild Detailschnitte. Und mal schauen, was hier mit dem Rückbieger ist. Ich habe mich ein paar Mal das Ebenenmodell schon angepasst und damit auch die Decke. Hier muss ich sagen, hier müsst ihr jetzt eigentlich den Gebäudeteil 2 mit einblenden, dass das eigentlich korrekt dargestellt wird. Habe ich jetzt nicht gemacht. So. Aha, hier sind irgendwie. Ah, hier sind zwei aufeinander. Verschiebe mal das so rüber. Zum Beispiel minus 1 Meter. Ah, da habe ich zwei hintereinander und den kann ich nicht gut anvisieren. Da muss ich ein bisschen weiter weg scrollen. Escape. Und wieder 1 Meter zurück. Wunderbar. Jetzt haben wir den Rückbieger hier. Guti, Karuti. Wir haben jetzt die Teilschnitte fertig. Ihr könnt das natürlich noch beliebig fortsetzen, überall wo ihr Schnitte braucht. Ich werde das jetzt nicht bis zum geht nicht mehr machen. So, und jetzt wechseln wir auf das Teilbild Bewährung. Ihr könnt natürlich auch hier schon mal einen Schaltplan machen. Komm, wir machen einen Mini-Schaltplan, okay? Einen Mini-Schaltplan. Wir gehen hier auf Schaltplanung. Wir stellen unsere Layer hier, Ingenieurbau, Schaltplan ein. Hier, Ingenieurbau, Schaltplan, farbig Schaffur. Und jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt die Bewährung des Kragplattenanschlusses und des Rückbiegeranschlusses ist jetzt hier auf grau gestellt. Im Plan sehe ich die nicht, sondern nur noch die Kasten, was ich sehr sinnvoll empfinde. Und den Bewährungsplan sehe ich es natürlich wieder. Das habe ich extra so eingestellt, das ist gelayert. So, Assistent, wo bist du? Wir schauen mal in den Bewährungsplan. Hier nichts mehr zu sehen. Schaltplan, wunderbar. Ich mag das so. Natürlich könnte ich auch alles in einen Reiter reinsetzen und dann Layer trennen. Das mag ich aber nicht, weil dann viel mehr Fehler passieren. Zum Schulen ist es besser, aber zum Arbeiten, da passieren mir dann zu viele Fehler. Deswegen mag ich es so. Das macht ihr aber so, wie ihr es wollt. Jetzt mache ich hier einfach mal hier ein paar Maßlinien rein. So, hier geht es um die Decke. Aber die Stütze ist hier relevant. Und auch die aufgehenden Wände sind auch relevant. Hier ist keine. Warum? Weil hier ein Loch ist. So, und jetzt fragen mich wahrscheinlich die meisten, ja, jetzt hast du hier einen Schnitt durchgesetzt und jetzt sehe ich die Tür nicht. Oh, 3D ist voll scheiße und da wird alles falsch angezeigt. Ja, sagt ja jetzt keiner, dass ich das nicht in 2D nachholen darf. Also in 2D kann ich jetzt nicht einfach irgendwas in 3D nachholen. Aber in 3D könnte ich jetzt einfach hier eine Linie setzen. Da ist ja gar kein Thema nicht dabei. Ich hätte einfach irgendeine Linie und dann sage ich einen Strich. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wer erkennt jetzt, ob das 3D oder 2D ist? Dann habe ich jetzt die Kante hier. Ihr könnt aber auch euren Schnitt einfach weitermachen. Das ist eigentlich Kopfwegsprung. Hier so eine Achslinie noch. Die Farbe möchte ich hier blau haben. Und dann habe ich hier jetzt einfach hier eine Schnittlinie. Ne? Die habe ich über in schwarz. Oh Gott, was haben wir denn hier für Einstellungen wieder übernommen? Dann machen wir das natürlich hier auch in schwarz, weil sonst schaut es nicht identisch aus zu den anderen Schnittlinien hier. Und dann haben wir die ganze Sache. Was mir jetzt bloß nicht gefällt, ich Doofkopf habe 25 cm hier eingegeben. Oder irgendwas anderes, komplett was anderes. Das ändere ich jetzt doch nochmal um, weil ich möchte die Anschlussbewährung, die sind meistens so 50 cm und dann gehe ich 75 cm über meine Deckenplatte drüber. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ihr seht, ich mache sehr viele Fehler. Aber das ist mir so egal. Ich gebe trotzdem mein Wissen breit. Und wenn das jeder, wenn jeder so denken würde, hey, dann hätte man eine super Community, ne? Dann gäbe es ja keine Probleme. Aber wer nimmt sich schon die Zeit? Deswegen
belohnt mich doch gerne mit einem Like jetzt und mit einem Abo, denn das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man so viel Zeit investiert, sein ganzes Wissen da preisgibt. Eieieiei, also da müsst ihr mir schon jetzt entgegenkommen. Komm, ihr habt noch Zeit, bis ich das hier angepasst habe. Wunderbar, jetzt nicht mehr liken, jetzt gibt es nur noch Dislikes. Das ist mir wurscht, hauptsächlich irgendeine Interaktion findet statt. So, jetzt haben wir hier Maßlinien, die setze ich auch hier ab. Zack, yippidubidu. Wenn ich die obere Stütze mit angeben will, dann mache ich das jetzt so. Hier wäre es zum Beispiel, das ist immer das, was ich sage den Lehrlingen, nichts ist in Stein gemeißelt, wir gehen normalerweise 25 cm drunter unter der Decke, aber hier ist ein dicker Unterzug und den möchte ich doch anzeigen lassen. Auch hier empfehle ich dann, das ist eine Faustregel von 25, bitte zeig doch den Unterzug hier an. Und schon kapiert jeder, oh, da geht es ja weiter. Und wenn das nicht Erklärung genug ist, dass hier ein Unterzug ist, dann macht ihr hier entweder ein Öffnungssymbol hin. Hier erstmal wieder ein Beton. Ihr könnt auch hier jetzt, ne? Jetzt ist auch noch eindeutiger. Oder was man auch noch machen könnte, wäre diese Einstellung anwenden und dann würde man den Beton noch besser sehen. Ich finde die Einstellung richtig gut. Ich weiß, die ist nicht nach DIN oder sonstiges, aber ich finde die richtig gut, weil ich erkenne sofort, ich plotte das auch alles farbig und ich sehe jetzt genau, wo überall Beton entlang läuft. Ja, steinigt mich. So, jetzt schalte ich aber wieder um auf Bewährungsplanung. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. So schaut es dann im Bewährungsplan aus. Und so in Schalplan. Wie gesagt, es ist Geschmackssache und je nachdem, wie das Ganze ausgeplottet wird. Wenn da nur noch ein schwarzer Barz dann ausgeplottet wird, dann macht es natürlich nicht so. Aber ich sage, das ist jetzt einfach selbsterklärend. Und ich mag Sachen, die sich selbst erklären, ohne dass ich viel beschriften muss und noch zusätzlich rangeben muss. Ich mache das gerne so. Jetzt mache ich noch ein Gesamtmaß. Oh, ich mache das einfach drunter und sage hier und auch hier. Eigentlich sollte die Bemaßung drüber sein, aber das ist meine Überschrift, mag ich nicht. Ich hätte auch noch Achsen gern gemocht, aber ich habe hier keine eingefügt. Normales mache ich auch, bestimme ich dann einfach Achsen, ist mir doch egal. Soll doch der, wenn der Architekt keine gemacht hat, dann bestimme ich Achsen. Ich mag Achsen. Habe ich aber jetzt hier nicht gemacht, leider. So, und jetzt kann ich noch Höhenkoten angeben. Wie gesagt, ich schaue dann immer noch mal hier in die Seitenansicht rein, holen wir nochmal die Höhenquote raus, plus 235, das ist meine Quote. Ich gehe meinen Assistenten rein, hole mir eine meiner Quoten, ich mache eine Fertigquote ohne Linie. 235 war die Unterkante, die möchte ich vielleicht jetzt einfach hier mitten im Feld angeben. Gebe hier meine 2,35 ein, klicke die Unterkante der Decke an, also auch hier wäre es möglich gewesen. Und jetzt seht ihr, rast meine Kote schon von oben nach unten. Und ich hole mir eine markante Stelle, die an der Decke verknüpft ist. Und auch unten. Und jetzt kommt gleich, warum magst du nicht assoziativ? Ja, weil ich es nicht, weil es zu meinem Zeitpunkt, als ich noch Schalen und Bewährungspläne gemacht habe, gab es die noch nicht assoziativ. Und das muss ich erst noch lernen. Also, gut. Jetzt möchte ich auch hier im anderen Schnitt auch die Höhenquote angeben. Wieder 2,35, hier der Punkt. Und dann kann ich das Ganze so absetzen. Vielleicht, ja, der Unterzug besteht schon, wenn ich die Decke mache. Aber mein Gott, der frisst, der macht mich jetzt auch nicht kaputt, die eine Quote. Und wenn sich es ändert, ja, dann muss es auch in der Decke geändert werden. So, Punkt aus. Ich lasse gar nicht mit mir diskutieren. Jetzt will ich noch die Einbauteile beschriften. Einbauteil, hier ist ein Einbauteil. Das kann ich jetzt hier beschriften. Einfach hier habe ich es SD1 genannt und einen Kreis hinzugefügt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier einen Doppelklick, kann ich hier auf Einstellungen eingehen und habe hier SD mit einer Kreisklammer gemacht. Schließe das Ganze wieder, mache nochmal rückgängig, dann ist die Beschriftung wieder da. So, selbe Spielchen könnte man jetzt hier machen, dass man hier einfach die Dübelleisten einfach so beschriftet. Auch hier haben wir die Möglichkeit. Und man sieht, jetzt ist ein D1, D2 und so weiter da. Und das beschriften wir jetzt mit dem Punkt Einbauteile. Ich sage noch, Texte bitte ausrichten an der höchsten Stelle und alle sind jetzt identisch an derselben hohen Stelle. Für Dübelleisten mache ich eigentlich immer einen Durchstands
Plan, den mache ich meistens in einem Maßstab von 1 zu 25 oder so. Oh, ich habe 1 zu 33 hingestellt. Eieieiei. Muss ich jetzt dann alle Maßzahlen wieder korrigieren. Hier mache ich 1 zu 25, passt auch noch. Ist okay für mich jetzt noch. So, weil, also in diesem Fall sehe ich mich hier schon die Schrägen und ganz nah an der Kante sind immer so Dreiecksgebilde, dann reicht mir der Maßstab 1 zu 50 nicht aus, dann mache ich 1 zu 25. Im Originalmodell ist schon alles beschriftet, deswegen mit der Deckenuntersicht wird die Beschriftung hier nicht wandern. Die Deckenuntersicht lässt diese automatische Beschriftung nicht zu und auch diese Folien, dass die so perfekt rund ausschauen, lässt die Deckenuntersicht leider auch nicht zu. Ist mir aber egal, wie gesagt, ich mache dafür einen extra Plan. Und das könnten wir auch jetzt gleich hier mit anbringen, mache ich auch gleich mit euch zusammen. Ich hole mir die Detailschnitte. Nochmal Doppelrechtsklick auf den Schnitt. Ich möchte einen Schnitt im Schnitt machen und sage jetzt einfach mal, hier ist mein Durchstandsbereich. Und ich nenne den DS01 zum Beispiel. Schau in die Mitte rein. Und dann sage ich, ja, den machen wir jetzt einfach auch auf den Bewährungsplan drauf. Ist doch egal. Also entweder auf Bewährung oder auf Schalplan. Ich weiß, das schaut irgendwie falsch aus und ist okay. Aber ihr seht, ich habe jetzt einen Schnitt gemacht und jetzt habe ich den, ich muss gar nichts beschriften. Gar nichts, ist alles automatisch beschriftet. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich füge nur eine Legende an. So, die Legende könnt ihr auch kostenfrei auf meiner Homepage herunterladen. Und jetzt sage ich einfach assoziativ. Ah, nee. In dem Fall nicht assoziativ, weil sonst habe ich Kragplattenanschlüsse und Rückbieganschlüsse mit drauf. Möchte ich in dem Fall nicht. Ich sage jetzt hier nicht assoziativ und markiere mir die ganzen Basis. Muss ich die im Originalmodell markieren? Wahrscheinlich. Hier ist das Originalmodell. Und das setze ich jetzt da einfach ab. Fertig. Das ist mein ganzer Plan. Jetzt haben wir hier die ganze, das ist die Durchstandsbewährung, innerhalb von einer Sekunde gemacht. Und jetzt mache ich halt noch eine schöne Überschrift für meinen Schnitt. Ich bin noch sehr krass in den alten Schnitten verankert, muss ich einfach zugeben. Denn das waren damals noch bei mir diese Schnitte, die diese neuen, wie heißen die, keine Ahnung, die waren noch nicht so ausgereift zu dem Zeitpunkt, als ich noch in der Tragwerksplanung unterwegs war. Deswegen bin ich noch sehr in der alten verankert. Aber ich habe jetzt gelernt, ich kann hier die Überschrift angeben und auch den Absetzort. Das ist gut. Jetzt sage ich den Zusatztext DS01 und ich kann noch den Maßstab hinzufügen, wenn ich den möchte. So, ach super, ganz schön gemacht. Beschriftung. Ah, ich denke einfach immer falsch. Grundriss. Machen wir noch den Maßstab hinzu. Ich mache das Ganze Maßstab 1 zu 25. 50 klappt nicht. Machen wir 1 zu 25. Wenn ich das anwende, was steht dann? 1 zu 25. Cool, gefällt mir. Ja, meine Maßlinie, die muss ich jetzt auch noch ein bisschen korrigieren, oder? Da gibt es doch irgendwo so einen Befehl. Actionbar, hilf mir. Ach komm. Bemaßung. 230 Befehle, okay. Na, da gibt es ja irgendwas mit anpassen oder so. Maßlinie. Naja, gut, komm. Ich finde den Befehl auch in der Actionbar wohl nie. Ich schaut's mal alle weg. Schaut's mal alle weg. Ja. Nein, danke. Schließen wir das Ganze. So, hier sind wir zurück. Und jetzt. Maßzahlort anpassen. Ja, wunderbar. Und jetzt haben wir alles korrigiert im richtigen Maßstab. Sorry dafür. Wir switchen wieder zurück in die Actionbar, wo ich eigentlich auch nicht tätig war.
Klar, muss ich mir aneignen, aber ich programmiere ja bloß mehr. Deswegen muss ich gar nichts. Muss ich gar nichts. In der Programmierung ist es ziemlich einfach. Die Action Bar erklärt sich auch irgendwie cool. Finde ich wirklich eine super Sache. Aber ich bin halt einfach noch nicht so involviert. Muss ich einfach zugeben. Da bin ich einfach ehrlich. Müssen wir noch was beschriften? Natürlich die Echo Box. Die braucht man natürlich auch noch. Ja, hier einmal Teil beschriften. Nicht die Linie bitte. Nicht die Decke. Oh, komm. Das ist ein bisschen ein Chaos von Altplan 24. In 23 kann man das ganz einfach markieren. Aber jetzt wäre es schlimm, wenn wir hier einfach reingehen. Hier ist sowieso alles automatisch beschriftet. Seht, er mag das Einmalteil gar nicht greifen hier. Es kommt nicht auf den Zoom-Faktor drauf an. Ah, jetzt ist wieder der. Ich kann wieder gar nichts markieren. Außer den Schnitt. Die Schnittebene. Das heißt, ich müsste jetzt hier die Schnittebene deaktivieren. Dann geht's. Also auch hier. Anwenden. Und jetzt kann ich das Ganze beschriften. Seht ihr? Punkt Einmalteil Echo Box 2. So funktioniert's. Jetzt wollen wir vielleicht noch die Echo Box natürlich auch eine Legende absetzen. Machen wir auch. Und wir können das Ganze wieder assoziativ machen. Dann haben wir wieder alles drauf. Eine Gesamtliste. Aber in dem Fall haben wir halt die Dübelleisten separat für die Bestellung. Deswegen mache ich es hier auch wieder nicht und sage, okay, wir machen es nicht assoziativ. Ich mache Rechtsklick, die Summenfunktion ist aktiv. Ich markiere mir hier meine Echo-Boxen und meine Echo-Dorns. Dorne, Dorns, ja. Rechtsklick und kann das Ganze jetzt hier zusätzlich absetzen als eigene Liste. Und habe jetzt hier Querkraftdorn, Kraftplattenanschluss und so weiter und so fort. Aha, bei der Echo-Box wollte ich anscheinend nicht die Rundung mit rein und bei der Durchschnittsbewertung auch nicht und beim Dorn anscheinend schon. Könnten wir jetzt auch abändern, mache ich auch mal ganz kurz. Hier sieht man, hier haben wir die Beschriftung dabei. Ja. Ich müsste jetzt hier wieder eigentlich den Schnitt, die Schnittführung nicht darstellen und schon können wir, ach komm, ich belasse es jetzt. Beschrifte jetzt immer so. Zacharias. Ach ja, stimmt, es gibt ja jemanden, der wo Zacharias heißt, bei Max Frank. Und ich sag, ich weiß gar nicht, das Wort Zacharias, das sage ich sehr oft, weil das mein Bruder so oft sagt. Und ich weiß gar nicht, was der damit ausdrücken will. Ich glaube, das heißt so viel wie, alles ist gut. Ja, das ist so ungefähr. Zacharias. Ah, hier haben wir die Echo-Box 2. Ach, weil die in 3D dargestellt wird. Ich will es aber in größer. Das könnt ihr natürlich auch nachbessern. Aber. So, jetzt noch Texte ausrichten. Auch hier. Und auch hier. Was ist das für ein Bug hier? Egal. Gut, Schaltplan, würde ich sagen, haben wir abgeschlossen. Gehen wir zum Bewährungsplan über. Jetzt bewähre ich das Ganze. Ich hole mir meinen Assistenten, meinen lieben Assistenten, der jetzt irgendwie flöten gegangen ist. Einfach auf eine leere Fläche rechtsklick und dann Assistent aktivieren. Den schmiege ich mir jetzt hier wieder an und schon hängt er wieder an meiner Palette. Und kann hier ein- und ausgeklappt werden. Ich lasse ihn aber hier, weil ich mag den Assistenten. Ich switche auf die Bewährung und sehe hier, oh, keine Bewährung da. Was muss ich tun? Einfach den Layer-Druckset. Das Layer-Druckset ändern. Ich kann jetzt sagen, ich möchte das Ganze gar nicht Layer trennen. Also, dass ich nur die Gesamtbewährung einmal darstelle in einem Grundriss. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das Ganze auftrennen in untere und obere Lage. Oder ich kann das Ganze auch auftrennen in untere Lage, obere Lage und mittlere Lage. Also wenn ich sehr viel Schubbewährung habe, sehr viel Saumbewährung, sehr viel Durchstandsbewährung, dann ist es in drei Lagen noch besser und einfacher, das Ganze aufzuteilen. Man braucht zwar mehr Planmaterial, das heißt, ich brauche halt wahrscheinlich zwei Pläne dazu, aber das ist mir egal. Dafür ist meine Qualität viel größer und meine Übersichtlichkeit viel besser, wenn ich es in drei Lagen aufteile. Ich mache aber jetzt in diesem Fall einfach nur zwei Lagen, denn die Decke ist ja ziemlich einfach. Die würde ja eigentlich auch auf Gesamt funktionieren. Machen wir mal zweilagig
Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wieder in den Assistenten reinzugehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie einfach nur so hellblaue Bewertung. Schaut ja ekelhaft aus. Dann weiß ich, Zeichnungstyp bitte auch hier umstellen. Wir können jetzt einfach in Farbe darstellen. Hier habe ich für mich, für meine Pläne zwei Farben. Einmal dunkelblau für Bewertung, die schon ziemlich schwarz ist. Oder die Zulagebewertung hier in Pink. Und in Geneva schwarz-weiß kann ich das Ganze in schwarz-weiß ausgeben. Oder ich kann das Ganze auch in Konstruktionsmodus erstellen. Dann hat jede Farbe eine eigene Farbe. Keine Angst, das wird nicht so geplottet, sondern das nur für mich, damit ich während dem Konstruieren sehe, welche Lagen habe ich denn schon verändert. Genau. Ich habe wieder die Möglichkeit, hier einzelne Stäbe zu verlegen oder Feldbewehrung. Ich mache grundsätzlich eigentlich immer einzelne. Ja, gut, weil ich dann einfach die bessere Kontrolle habe. Fangen wir mal mit den Matten an. Matten habe ich schon sehr lange nicht mehr verlegt. Warum habe ich Matten schon lange nicht mehr verlegt? Weil bei uns immer Rundstahl reinkam. Überall. 16er alle 9, das habe ich immer im Kopf. 16er alle 9. Jetzt machen wir mal hier. Ich kann jetzt untere Bewährungslage, haben wir das so eingestellt anscheinend. Fangen wir mit der unteren Bewährungslage an. Hier könnte ich auch wieder Feldbewährung machen. Mache ich jetzt in dem Fall vielleicht sogar Doppelrechtsklick. Und schon startet mir die Feldbewährung. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, den Abstand zu wählen. Also wir wollen ja das Ganze hier auf die Lage hier bringen. Mit BumpTech würde man vielleicht bis hier hingehen und dann den Saumbügel einfach größer machen. Und hier könnte ich jetzt direkt an die Betondeckung rangehen. Ich mache dennoch 0,05. Ich lasse mir da immer ein bisschen minus 0,05. Ich lasse mir da noch ein bisschen Spielraum. Warum? Ich mache einfach den Saumbügel dann größer. So bin ich. Nach mir die Sintflut. Wie gesagt, wenn jetzt auf Anhieb nicht alles korrekt ist, wir können ja immer noch nachbessern. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan der Feldbewährung. Was ist denn hier los? Hä? Doch, hätte ich doch Plus eingeben müssen? Ja. Hat er erst geändert, als ich einmal reingeklickt habe. Also ich bin eher der Fan von der Einzelverlegung. Dauert viel länger, aber ich habe halt wieder die Kontrolle, einzelne Dinge zu verschieben. Ich muss nicht immer die Polygone anpassen. Aber das ist auch so eine Geschmackssache und da gibt es kein richtig und kein falsch und ich verurteile auch keinen, der es anders macht. Und ich mache jetzt selber die Feldbewährung, weil es schneller gerade ist. Schließt das Ganze hier ab. Sag hier nix da. Null. Ja, komm. Suchen wir jetzt hier irgendeine schnieke Mattenbewährung aus. Wenn ich jetzt in die Q424A gehe, dann mag ich nicht, wenn hier jemand die Rand Bewährung vergisst. Eine Kuhmatte hat am Rand ich glaube 6er Eisen oder so. Da müsste man nachschauen, ja, schlaues Heftlein. Und da muss man eigentlich noch Bewährung dazulegen. Ich will das aber jetzt nicht machen, deswegen mache ich eine kleinere Bewährung. Ich habe hier die Möglichkeit, auch die Längsüberdeckung zu gestalten. Ich glaube, die fängt bei 7,5 an, Überstand und dann immer 15 dazu, 0,75. Ich google das Ganze mal. Eine Q335A. Ziehe ich mal hier rüber. Bilder. Da ist sie schön vermasst. Ja, hier ist sie hochkant. Gefällt mir besser. 2,5 cm. 2,5 cm. Und dann immer ein 15er Raster. Das heißt, wir haben hier 15. 15 sind es 30. Sind es 32,5. Reicht es aus? Nein. 32,5. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal 15 hinzugeben. Damit hier das irgendwie passt. Also 32,5, dann würde mich die Baufirma das einfach in das Raster fallen lassen. Plus einmal die Stärke. Dann lassen wir es doch auf 38. Dann ist mir auch wieder wurscht, Schatz, ja. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch noch drehen im 90-Grad-Winkel. Dann wird es andersrum verlegt. Wir haben die Möglichkeit, die Linien hier zu verändern. Und wir können das Ganze als Gruppierung darstellen. Kommt's. Wir sehen es hier unten, glaube ich. Oder im 90-Grad-Winkel vielleicht. Ja, okay, macht er nicht.
Mattenrunden ein oder aus, Richtung der Mattendiagonale ändern. So macht es für mich gar keinen Sinn. Ich bin Matten auch gar nicht mehr gewohnt, vom Anschauen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt hier mehr Schmuh raus? Weiß gar nicht. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, ich belasse es so. Puh. Das ist natürlich auch... Wer macht sowas? Das ist wieder die Feldbewährung, wo ich sage, da habe ich halt die Kontrolle nicht gleich in der Hand. Auch hier der Stoß. Bitte, bitte, bitte nicht. Ja, ich lasse es trotzdem alles und korrigiere gar nichts. Gar nichts. Jetzt kommt Momentus. War das jetzt 2D? Steuerung Z. Optionen. Bewährung. Natürlich, das war 2D. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nochmal. Ne, nicht Einzelüberlegung. Nochmal die schöne Feldbewährung, aber in 3D. Hey, das ist ja wieder schön, oder? Jetzt können wir wieder alles hier abfahren. Wir haben vorhin gesehen, hier könnte man auch manuell was lösen. Ich lasse es trotzdem dabei, weil es ja trotzdem irgendwie noch ein YouTube-Format sein soll. Und ich ja irgendwie einigermaßen schnell ans Ziel kommen will, aber so langsam, damit ihr auch alle mitkommt und alle mitschauen könnt. Die Bauteildicke, die machen wir auf 0. Warum? Weil die Bauteildicke hier komplett irrelevant ist. Die Lagentiefe, die müssen wir hier nicht eingeben, sondern die klicken wir hier an, gehen in irgendeinen Schnitt rein und klicken auf die Lagentiefe. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt die untere Lage auswählen, hier irgendwo an einen Schnitt, an einen Punkt gehen und sehen jetzt hier den Absetzpunkt, der ist hier an diesem Kreuzpunkt. Und die Betondeckung würde jetzt hier nach oben gehen. Dann sehen wir, okay, hier ist also die Betondeckung drin. Da können wir jetzt 0,025 eingeben. Wenn wir jetzt Enter drücken, dann wissen wir, die Matte wird hier gestellt. Hier wird der Anfangspunkt und 2,5 cm gehen wir in Betondeckung in diese Richtung. Hätten wir es jetzt auf der anderen Seite gebraucht, einfach hier einmal reinklicken und Enter drücken und schon wäre es auf der anderen Seite gelandet. Also, hier wieder rein, zack. Was ist eigentlich das da? Aha, das wusste ich gar nicht, dass man hier was auswählen kann. Wie cool. Aha, gut. So, jetzt könnten wir noch Aussparungen mit eingeben. Brauchen wir in dem Fall nicht. Ich sage einmal okay. Wir haben hier unsere Matten. Ich schaue es gar nicht an und sage nochmal okay. Und jetzt habe ich hier meine orangen Matten verlegt. Seht ihr das? Cool. Jetzt sieht man natürlich hier, das darf doch gar nicht sein in dem Schnittbereich. Was ist denn hier? Dieses 3D funktioniert ja gar nicht. Das liegt jetzt daran, weil ich den Schnitt hier angesetzt habe und sage, bis hierhin möchte ich das Ganze schneiden. Und da die Matte ja in diesem Schnittbereich drin ist, ist natürlich der Bereich nicht korrekt dargestellt in dem Schnitt. Das könnte ich jetzt entweder so lösen, auf gar keinen Fall rauslöschen. Gell? Ich muss die Bewährungsfunktionen hier suchen. Bewährungsfunktionen. Ja. Und hier V uns, klickt da einmal drauf und jetzt ist diese Matte unsichtbar. Punkt. Jupp, schaut so aus, kontrolliere ich mal nach. Also es geht eigentlich bis hierher. Die Matte ist nicht mehr zu sehen. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt noch meinen Strich verlängern um satte und glatte 8 cm. Ist mir das egal? Wahrscheinlich schon. Ansonsten macht sie halt einfach wieder eine 2D-Linie. 2D-Linien, wisst ihr, wie es funktioniert? Komm. Linie. Ich kann jetzt einfach sagen, ich brauche den Layer von dieser Matte und habe jetzt gleich den Mammut da. Wie habe ich das gemacht? Die Pipetten werden sichtbar, wenn man hier Rechtsklick macht und Übernahme Schaltfläche anzeigen. Ansonsten schaut es so aus. Weiß nicht, warum das jetzt nicht der Standard ist. Aber ich kann einfach jetzt hier mit der Pipette das Ganze hier übernehmen. Und jetzt verlängere ich das Ganze um 0,08 cm, so wie wir es gerade gesehen haben. Wunderbare Geschichte. Jetzt haben wir hier die untere Lage. So, machen wir noch die obere Lage. Wir switchen. Ja, wir brauchen noch Samenbewährung, ist mir klar. Also, wie könnten wir jetzt die obere Lage machen? Wir haben jetzt mehrere verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder das Ganze spiegeln und nach oben manövrieren und dann müssen wir den Layer ändern. Oder wir kopieren das Ganze in ein anderes Teilbild, dass wir die Matte unten und oben haben. Wenn wir dann dieselbe Position hätten von unterer Lage und oberer Lage in der Matte, dann könnten wir sogar das Ganze zusammenführen in der Legende. Dann ist die Position 1 auch die Position 1.
Assoziative Legende, Standard, Ingenieurbau. Na, das ist die Mattenliste. Die wollte ich doch gar nicht. Ingenieurbau, komm. Bewährung. Legende, Rundstahl. Gibt es da die Legende Mattenstahl eigentlich auch hier gleich? Hier. Legende Matten, Mattenschneideskizze, okay. Ja, mach einfach. So können wir das Ganze jetzt zum Beispiel ausgeben. Wir haben aber jetzt verschiedene Layer für untere Lage und obere Lage für die Matten. Das heißt, wenn wir jetzt neue Layer machen auf demselben Teilbild, dann setzen wir fort von der 7, also die nächste Matte wird dann die 8. Wenn wir das machen wollen, dann haben wir halt mehr Positionen, könnte die Baufirma oder das Biegewerk schimpfen. Ich habe damit noch keine Probleme gehabt, deswegen ist es mir einfach egal, weil für mich ist es zu viel Aufwand, das jetzt noch auf ein zweites Teilbild zu setzen. Deswegen sage ich, nö, passt alles. Ich sage, neuer Layer raus, zweite Lage oben, die untere Lage verschwindet, wie ihr seht. Und ich kann das dann im Plan aufteilen auf zwei Pläne, auf zwei Bewährungslagen. Ich mache jetzt hier die Feldverlegung, Doppelrechtsklick und starte auch hier mit den 0,05 und klappere das Ganze hier einfach mal ab. Yabadibadu, yabadibadu. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch das Ganze kopieren und spielen können, habe ich in dem Fall nicht gemacht. Hier gehe ich wieder auf die 0, die gebt ihr immer ein. Dann geht ihr hier und gebt nichts ein, sondern ihr klickt einfach wieder auf die Oberkante in diesem Fall der Decke. Jetzt sehen wir, die Ausgangslage ist jetzt der Punkt und unsere Matte würde hier gesetzt werden. Ist natürlich nicht korrekt, deswegen klicken wir einmal hier rein, bestätigen mit Enter und die 2,5 Betondeckungen werden jetzt hier eingehalten und werden nach unten versetzt. Ich sage einmal okay, vielen Dank und kann das Ganze jetzt hier noch drehen mit den Linien. Und dann sage ich vielen Dank, Dankeschön, automatisch beschriftet, kann man überall lesen momentan noch, super toll. Maßstab 1 zu 33, was willst du eigentlich hier? Ich brauche den Maßstab 1 zu 50, passt auch noch gut. Hier unten brauche ich den Maßstab 1 zu 25 und jetzt stimmt, das muss ich noch sagen, ab Altplan 24 müssen wir ja sogar den Grundrissschnitt auf ein eigenes Teilbild legen und die Seitenschnitte auch auf ein eigenes Teilbild. Ganz vergessen zu sagen, sonst haben wir eine Komplikation. Nämlich, Schnittpfeile werden sonst nicht korrekt dargestellt in der Planzusammenstellung. Das ist wirklich ab Altplan 24 so. Hätte ich es immer so gemacht, Grundriss abgelegt, alle Schnitte, wenn der Plan gemacht wird, dann gehe ich am Schluss her und schalte diesen Grundriss einfach nicht mehr auf aktiv, sondern nicht aktiv und dann behält er eigentlich diese Schnittlinien bei und die würden sich dann eigentlich nicht mehr verändern. Aber das hat jetzt Altplan geändert. Das muss man halt wissen, genau. Aber deswegen sind wir ja da. Jetzt mal die Teilschnitte, dann mache ich hier Grundriss. Wunderbar, gut, dass wir nur einen haben. Grundriss, ja, wie kriegen wir den jetzt rüber? Wir sagen du, Steuerung X, oh, Steuerung Alt V, das war nix, nochmal rückgängig, dann markieren wir, Steuerung X, Steuerung Alt V, was ist passiert, wir kontrollieren nach, Detailschnitt Grundrisse, wir haben hier alles drin, was wir benötigen, Maßstab 1 zu 50 bitte, wunderbar. So, Bewährung, Detailschnitte, Grundriss, Wahnsinn, oder, dass man das jetzt so machen muss, aber was soll ich tun, ich kann nichts ändern. Ja, machen wir die Bewährung noch hier in den Grundriss rein. Können natürlich auch die Schnitte hierzu zusätzlich nutzen. Aber ich finde es echt eine Katastrophe, jetzt irgendwie das so zu machen. Guti. Wir brauchen dann noch Abstandhalter. Wie rechnen wir die aus? Wir könnten jetzt zum Beispiel wieder alle Layer anschalten. Gesamt. Jetzt habe ich die untere und obere Lage. Jetzt messe ich einfach hier den Abstand. Ich habe 20 cm, aber wir müssen natürlich bedenken, dass auch die Matte aufdrückt. Da sind 8 Eisen drin, die sind ja kreuzweise, sind es 1,6 cm. Ich sage immer 1,5, weil die sind ja ein bisschen oval. Also 1,5 und 1,5 unten und oben. Machen wir uns zwei Linien hier 0,015. Oben
minus 0,015 unten. Und hier kloppen wir den Abstandhalter rein. Was ist denn hier los? Ich will nicht den 90 Grad. So schaut ungefähr der Abstandhalter dann aus. Zack, zack. Ja, eigentlich geht er ein bisschen runter und da ist ein Bommel dran. Abstandhalter schaut eigentlich so aus. Wo ist denn der Crazy? Der Kreisel. Und dann ist das so ein Eisen angeschmiedet. Ja, kopieren wir mal hier rüber. So, so schaut eigentlich der Abstand halt aus. Jetzt können wir einfach mal messen, wie hoch wäre der in dem Fall. Der wäre jetzt 17 cm, also können wir 17 cm Abstand halt einbauen. Abstandhalter sind nichts anderes als Matten, die werden einfach hier so wie so Flächenlinien dargestellt. Das ist auch BIM-technisch eigentlich gar nicht darstellbar. Und da verwende ich einen Trick. Ich gehe auf die Optionen und mache die Abstandhalter auf in 2D. Oh Gott, so ein Bazi. Ich hole mir das hier raus. Abstandhalter, Bodenplatten entdecken. Zack. Das muss ich aber jetzt in den Detailschnitt Grundriss reinziehen. Ach, habe ich eh aktiv. Passt. Also hier, Drag and Drop. Hallo Peter. Geht's noch? Magst du den? Der mag das gerade nicht auswählen. Warum auch immer. Ja, dann ziehen wir das so raus. Komm. Das gruppiere ich jetzt schnell noch. Gruppieren. Name einer Elementverbindung. Hat er meine Hotkeys nicht mitgenommen? Okay, dann machen wir halt Elementgruppe. Machen wir es so. Du wirst eine Elementgruppe. Okay, muss man gar keinen Namen mehr eingeben. Sie erzeugen Bewährung in einem Teilbild mit Ansichten und Schnitten. Das ist korrekt. Danke für den Hinweis. Nochmal. Wir haben eine 17. Denkt euch immer, die Schlangen kommen in die Wand und die T's kommen in liegenden Bauteilen. BT17. Ein paar Baufirmen haben mir gesagt, es gibt keine ungeraden Zahlen bei den Abstandhaltern. Deswegen mache ich jetzt eine 18er, dass ich das ein bisschen drücken kann. Und ich weiß ja nicht, wie rum die Matten auflegen. Ich nehme jetzt eine 18er in dem Fall. 90 Grad Winkel hier. Nee. Gar nicht 90 Grad Winkel. 90 Grad Winkel. 0 Grad. So kommen die rein bei mir. Warum? Weil sonst hier doppelt auf, also hier überlappen ja eh schon die Matten. Und wenn die nicht korrekt ineinander sind, zum Beispiel wie hier, da kommen drei Matten aufeinander zu. Und dann will ich nicht nur den Abstandhalter da haben. Den lege ich mir lieber rechts und links daneben ab. So mag's ich. Kreuzigt mich dafür. So, das drehen wir jetzt. 90 Grad minus bitte. 60 Abstand, das ist hier zu krass eigentlich. Deswegen gebe ich jetzt nochmal 10 cm hinzu. 0,10. Kopiere mir hier diesen matten Abstandhalter. Zack. Und jetzt verschiebe ich das Ganze hier rein. So, jetzt kann ich ausrechnen, wie viele Abstandhalter hier reinkommen. Oder ich könnte mir zum Beispiel auch einen Abstandhalterplan machen. Das ist ja alles möglich, ne? Wie viele Abstandhalter werden wir hier brauchen? Zwei aneinandergereiht, das müsste reichen. Warum? Weil wir haben noch Saumbewährung. Dazwischen kommt eh nichts rein. Also hier kommt Saum, also es sind zwei nebeneinander. Und wenn wir das jetzt austesten würden im 70er Raster, 0,70, der würde reichen. Das ist jetzt einfach nur testweise, die lösche ich gleich wieder raus. Kopieren wir 10 mal nach oben, 0,70 von hier nach hier. Ich sehe die gar nicht. Das war mehr als 0,70. Du Bazi von du nach du, 0,70. 10 mal. 70 von hier. So. Sehe ich denn da in dem Bereich nicht? Was ist denn da los? Das ist doch viel mehr als 70. Das ist 1,40 Meter, oder? Ach, das ist gar nicht. Peter, das war gar nicht gut. Also, dann machen wir es mit einer schönen Maßlinie. Peter ist ein bisschen zu blöd heute. Entschuldigung.
Kann passieren, ne? Also, hier, Start. 70, 70. 070, 070, 070, 070. Schau mal, wie weit wir schon sind. Hier. 070, 070, 070. Ich weiß, ich mache das alle nach Quadratmeter. Ich mache das nicht. Eigentlich verlege ich, ich mache sogar wirklich einen Verlegeplan für die Abstandhalter. Da das aber nicht üblich ist, möchte ich es so nah wie möglich ans Publikum bringen, wie ihr das wahrscheinlich macht. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommen jeweils 2 rein. Also haben wir in dem Bereich 12 Abstandhalter. In dem Bereich haben wir wahrscheinlich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die brauchen wir nicht mehr. 6 plus 12 sind 18. 18 Abstandhalter. Wie machen wir das Ganze? Ich gehe in Rechtsklick, Position modifizieren, Stückzahl 18. Es sind eigentlich 2, aber ich erweitere das auf 18. Fertig! Und dann könnten wir das Ganze als Legende Matten ausgeben. Matten, Schneideskizze, die mache ich assoziativ. Setze die irgendwo ab und habe den Maßstab 1:50, nicht vergessen. Und die kann ich irgendwo ablegen. Hauptsache, das wird irgendwann auf dem Plan erscheinen. Jetzt habe ich hier das Bruttogewicht. Ich kontrolliere aber eigentlich immer auch das Nettogewicht. Zumindest kontrolliere ich es. Wo sind wir denn hier wieder unterwegs? Wo steht es? Format vielleicht. Auch eine Beschriftung. Hier. Wo war jetzt das gleich wieder? Bewährung und Matten. Was wirklich da drin dann? Brutto und Netto. Irgendwo kann ich doch Brutto und Netto. Ach komm, wir suchen einfach. Brutto. Hier haben wir es. Darstellung, Matten, Schneideskizze. Brutto, Brutto und Netto. Okay. Sagt sie alle, spinnst du, Peter? Das darf doch die Baustelle gar nicht, oder die Baufirma gar nicht sehen, sonst wird danach abgerechnet. Das stimmt, aber ich möchte wenigstens wissen, wie viel Verschnitt ich habe. Mit der automatischen Verlegung habe ich meistens mehr Verschnitt, weil ich, wobei eigentlich ist es ziemlich gut, hier habe ich ja halt 2 verschnittene Matten. 3,15, jetzt wenn die jetzt auf 3 Meter wären, die Position 3 und 10, dann wäre das wieder eine Matte, wäre cooler, ne? Aber gut, so ist es eben. Jetzt mache ich einfach so, das mache ich als Konstruktion. Und dann sieht jeder, der wo da reingeht, aha, das ist also dein Bruttogewicht. Ich rechne aber natürlich nach Netto ab. Das Ganze kann ich natürlich auch punktmodifizieren oder das Brutto hier raus verschieben erstmal. Und jetzt punktmodifizieren, damit es am Ende des Plans gar nicht so blöd ausschaut. Ne? So können wir das machen. Und wir könnten auch die Abstandhalter auf ein extra Layer oder auf ein extra auf eine extra Liste setzen. So. Juti, Karuti, jetzt brauchen wir noch die Saumbewährung, sage ich jetzt mal. Normal ist noch die Durchstandsbewährung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt lassen wir es einfach mal bei so einfach wie möglich. Ich habe jetzt weder eine untere Lage, doch, es ist eine untere Lage aus meiner Sicht, denn die Saumbewährung wird ja in die untere Lage eingelegt. Ich könnte auch sagen, Randeinfassung, wenn ich denn möchte. Dann mache ich halt hier eine Randeinfassung. Ist genauso möglich. Ja. Im Endeffekt müsst ihr damit klarkommen, das ist nichts für irgendjemand draußen, wo so der Architekt wissen, was überhaupt ein Steckbügel ist oder sowas. Wenn ihr damit klarkommt und im Team arbeitet, tut mir leid, also mir würde es auch reichen, wenn ich untere Lage mache, denn die Saumbewährung wird bei mir im Plan in der unteren Lage erscheinen. Machen wir 8er, Betondeckung machen wir in dem Fall, haben wir 2,5 plus 1,5 von den Matten. Also 0,025 plus 0,015, brauchen wir nicht selber rechnen, haben wir 0,014. Die Länge machen wir 55. Und ja, normalerweise müssten 50 auch reichen, ich mache trotzdem so, zack. Dann braucht man hier natürlich noch Zusatzbewegung für die Eco-Box. Wenn wir hier die drunter setzen würden und hier die 212 Eisen, dann reicht es meistens schon aus. Aber ich schaue jetzt gar nicht in die Bemessung rein. Es ist ja trotzdem einfach nur ein Tutorial und ich bin ein bisschen zu faul, jetzt das Ganze zu machen. Beschriften tue ich das Ganze noch nicht. Ich sehe auch wieder den Maßstab und ich bin in 2D unterwegs. Das gefällt mir noch weniger. Wir machen das Ganze also jetzt wieder in 3D.
Doppelrechtsklick. 1 zu 25 in dem Fall. Zacharias. Hier ist die Öffnung rechts. Wir sehen das Ganze hier. Escape nochmal. Wir beschriften es noch nicht hier. Und verlegen das Ganze jetzt von dem Bereich zu dem Bereich. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, einfach mal auf Luchten zu klicken. Dann seht ihr, wird es auf die andere Seite gelegt. Wir haben hier auch das 3D-Modell. Könnten natürlich auch das 3D-Modell mit anschalten, dann sehen wir das besser. Habe ich jetzt deaktiviert. Aber wie ihr seht schon, das schaut ziemlich gut aus. Der Abstand passt auch. Ja, und dann können wir das Ganze escapen. Und dann haben wir jetzt schon mal hier die Soundbewährung drin. Jetzt können wir gleich weitermachen und hier auch die Soundbewährung gleich verlegen. Oh, ich verlege gerade nicht vorhanden. Jetzt könnten wir jetzt das Ganze drehen. Aber ich escape, also ich weiß, das kann man jetzt alles drehen. Man kann auch sagen, ich möchte die Verlege gerade in einen 90-Grad-Winkel verlegen. Ich escape einfach alles. Ist halt einfach mein Weg, wie es ich mache. Viele Wege führen nach Rom. Viele werden jetzt sagen, oh, das ist aber falsch. Und ich sage einfach, mir ist egal, ob du es falsch findest. Ist halt einfach meine Art. Und jetzt suche ich kopieren und spiegeln. Wo ist denn der Zeug in der Actionbar? Eieieiei. Muss doch irgendwo hier sein. Kopieren und drehen ist hier drin. Wo ist denn die Spiegeln? Spiegeln. Spiegeln. In der Actionbar anzeigen. 3D. Okay. Kopieren und spiegeln. Das nehme ich hier. Ich klicke einmal die Shift-Taste und einmal die Verlegung an. Dann habe ich die ganze Verlegung jetzt markiert. Klicke auf diesen Eckpunkt und drehe das Ganze rum. So mache ich es wirklich immer. Ich escape, dann mache ich Links-Shift, klicke die Verlegung an, nehme diesen Griffy und ziehe ihn hier runter. Ihr seht, ziemlich schnell. Jetzt könnt ihr nur sagen, ja, das geht doch eigentlich gar nicht ineinander rein. Und ich sage, es ist für mich trotzdem dieselbe Position und ich belasse es so. In dem Bereich wird es einfach ein bisschen schräger gelegt. Weil wenn ich jetzt hier nochmal 1,5 cm dünner mache, dann tragt es ja gar nicht mehr auf der Seite. Deswegen lasse ich es einfach so. Ja, macht es ja anders. Wie gesagt, also ich belaste es so, weil man stellt es in 3D so vor, als würde die Baufirma das Ding nicht ein bisschen in, ich sag jetzt mal, statt aufrichtig in 0 Grad, in 5 Grad reinlegen können in dem Bereich. Ja, und deswegen soll ich eine neue Position machen. Sehe ich gar nicht ein. Sehe ich gar nicht ein. Gar nicht. Kopieren und spiegeln, hier wieder Links-Shift, einmal hier und zack, wieder Links-Shift und so kann es gehen. Ich kann das Ganze natürlich auch kopieren, wieder Links-Shift, einmal hier, Absatzpunkt hier rein, wieder escapen, Links-Shift, escape immer schön mit der Maus, wenn ihr eine Maus habt, die einen Fire-Button hat, die hat meine Zilot C12, dann setzt euch gerne den Escape-Button auf die Maus drauf. Ey, das ist so ein schönes Arbeiten. Ihr könnt mit einer Maus, mit einer Hand arbeiten. Ich habe dann noch die Buttons verschieben und kopieren und Punkt modifizieren auf meiner Maus. Also es ist so ein angenehmes Arbeiten. Ich sag's euch, ich finde es so cool. Aber bloß so als Nebenbei-Tipp. So, jetzt machen wir hier noch kopieren und spiegeln von hier aus hier rüber. Hoppala! Da ist was schiefgelaufen. Nochmal. Wieder. Kopieren und spiegeln. Wird Zeit, dass wir das auch wieder auf den Hotkey legen. Hier rüber. Oh! Na, passt noch. So, und jetzt machen wir das halt noch überall. Wunderbar. Eine Sefer, die ist lustig. Und jetzt mache ich hier einfach Mittelpunkt. Und schmeiße es hier rüber. Und nochmal hier. Ein bisschen rüber. Coole Sache. Und nochmal. Ja, das ist wohl das langweiligste, was ich überhaupt jetzt gerade in meinem Leben mache. Bewährung hier rein versetzen. Ja, es gibt auch automatische Bewährung. Das stimmt. Die funktioniert bei so einer Decke wahrscheinlich ziemlich gut. Was ist schon denn? Wann hat man schon so eine Decke, wie ich es hier habe? Das ist das andere. Ne? Sollte man immer vor Augen halten. Und automatisch gibt es gar nichts, weil wenn es automatisch eine Bewährung geben würde, die man gar nicht mehr nachbessern muss, dann wären wir Konstrukteure bald arbeitslos.
Dann müsst ihr alle zu Subgrid kommen und bei mir programmieren lernen. Müssen wir Einbauteile machen. Einbauteile, Einbauteile, Einbauteile. Dann passt es wieder. So, jetzt haben wir die Sammelwährung fast fertig. Jetzt brauchen wir noch die 12 Eisen. Doppelrechtsklick auf ein Eisen einfach hier. Halt, Schmann, sonst habe ich wieder das Saum. Ja, komm, selber Layer ist mir egal. Gerades Eisen, 12er hier auswählen. Hier wird eine neue Position erstellt. Betondeckung mache ich auf 0. Und dann kann ich das Ganze jetzt einfach mal die Stabform verlegen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier anfangen und sagen, von hier nach hier brauche ich 12 Eisen. Und Escape einmal. Und jetzt muss ich das Ganze beschriften. Nein, will ich nicht. Ich muss es einmal verlegen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze an einen Schenkel anzulegen. Klick einen Schenkel an, der hier ja. Und jetzt sehe ich, wird jetzt an den Schenkel angelegt, weil ich hier keinen Schnitt habe. Das stimmt. Und Flucht ist hier auch nicht möglich. Aber ich gebe jetzt hier erstmal noch 2 Stück ein. Habe jetzt 2 Eisen. Aber der Schenkel wird gut passen. Und ich escape nochmal. Und jetzt verschiebe ich das Ganze einfach. Ich Schelm. Mit Linksshift wieder markiert. Einfach hierher schieben. Wo kein Kläger, hier kein, da kein Richter. Hier habe ich keinen Schnitt. Deswegen wird auch keiner sehen, ob das ganz genau da dort ist oder nicht. Echt böse, gell? Aber so ist das Leben. Kopieren und spiegeln auch hier wieder. Zack. Ich werde dann später hier so L-Eisen machen mit 75 cm. Auch hier in dem Bereich. Ab hier ein Meter. Ja, guck mal, ein Meter passt. Kopieren und spiegeln hier wieder um diese Ecke rum. Zack. Und jetzt Punkt modifizieren. Den ziehen wir bis hier runter. Ich halte Linksshift gedrückt, dass die 90 Grad eingehalten werden und gehe bis zur Matte hin. Wir schauen uns das jetzt hier in dem Schnitt 2 an und sehen, das sieht prima aus. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt wieder spiegeln und so weiter und so fort. Ey, ich mache das jetzt nicht bis zum Ende. Hier brauche ich kein L-Eisen, aber hier brauche ich noch ein L-Eisen. Also wieder Doppelrechtsklick auf diese Eisen. Oder ich gehe meinen Assistenten rein und sage, das ist keine Randeinfassung, das ist, ja, für mich ist es einfach allgemein. 12 Eisen, ich hole mir hier die L-Form, also Winkeleisen. Ich kann es auch auf die 3 Punkte gehen, habe es jetzt nochmal bildlich dargestellt. Für den Anfang ist es vielleicht nicht schlecht. Dann drücke ich Betondeckung 0. Ich sage einfach hier möchte ich dieses Eisen haben. Escape. Wir beschriften nichts. Wir sagen hier wieder an einen Schenkel dran. Sagen an diesen Schenkel. Dann haben wir den Abstand wieder schön. Hier auf 2 einmal klicken. Passt. Escapen. Und jetzt sehen wir hier, wurde das Eisen erstellt. Wir verschieben es einfach an den richtigen Ort. Also verschieben. Linksshift wieder. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hierher gehen, diese 2 Punkte abgreifen und dann haben wir den. Und dann setzen wir das Ganze in 0,05 und passt die Breze. Wir schauen uns hier an. Passt. Jetzt Kollisionsprüfungen mit Bewährung und Betondeckung einhalten. Da halte ich Folgendes davon, gar nichts. Echt gar nichts, weil ich würde niemals, wenn ich hier einen Schnitt mache, diese, wir sehen es jetzt in Türkis, diese Eisen dann nach unten versetzen, die grünen dann auch nach unten versetzen und das rote da oben, das ist ja biegbares Eisen und das wird einfach so reingelegt, wo es geht. Und ob die das jetzt da rechts verlegen oder links oder sonst irgendwas, ist mir sowas von egal, hey, ich sag's euch. Boah, ist mir das egal. Jetzt könnt ihr nur sagen, ja, weil es jetzt hier nicht so gut ausschaut, könnt ihr jetzt noch das 12 Eisen, die hier kürzer machen. Das könnt ihr jetzt sagen, okay, da habt ihr einen Punkt, da gehe ich ein, den ziehe ich dann immer bis zu dieser, hoppala, doch, das machen wir nochmal vorwärts. Und auch hier diesen Punkt setze ich dann immer bis zu diesem schrägen Ansatz hier. Und dann verschieben wir das Ganze noch hier, vielleicht hier rein, hier rein. So machen wir das dann schön. Ein Plan muss man auch schön putzen dann und sauber machen. Jetzt schaut das Ganze toll aus. Jetzt habe ich hier das Ganze erstellt, aber die Höhenlage würde ich hier auf gar keinen Fall verändern. Dann ist es halt ein harter Clash. Es ist halt so. Es wird niemand das da drunter einbauen und dann, ja, komm,
labert es doch nicht. Wir wissen noch nicht, ob das drunter geklickt wird oder das andere drüber. So, sagen wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, finde ich, sind, ich kopiere mir das Ganze nochmal, hier zwei Eisen. Die kopieren wir jetzt einfach mal hier hin. Dann Steuerung D, also drehen von dem Mittelpunkt um 45 Grad. Halt, stopp. Erstmal die Länge. 1,20 Meter mache ich die. Von hier 1,20. Jetzt Steuerung D, also für mich drehen. Grundriss, du 45 Grad. Das sind noch 45 Grad. Aha. Ach so, weil ich Deckenuntersicht habe, zeigt das in der Vorschau falsch an. Ja, wie cool. Also minus 45 Grad. Jetzt passt. Das sind 45 Grad. Gut. Und die setze ich hier rein. So. Hallo. In die Mitte gewinnen. Die Mitte. Bitte hier rein. Was machst du denn für einen Schmuck? Ist doch viel länger jetzt, oder? Als 1,20 Meter. Oder ist das? 1,50 Meter? Hä? Da ist irgendwas komplett schief gelaufen, oder? Nochmal Steuerung zurück, Steuerung zurück, Steuerung zurück. Ah! Das war außerhalb von dem Schnitt. Ich habe es nicht gesehen wegen dem Schnittbereich. Sorry, mein Fehler. Das war dumm. Also, und deswegen hat es auch nicht geklappt mit dem Mittelpunkt und auch nicht mit dem ganzen anderen. Also hier, minus 1,20. Verschieben wir hier. So, verschieben. Steuerung D. Mittelpunkt, jetzt soll es funktionieren. Minus 45 Grad, verschieben. Den Mittelpunkt holen. Jetzt haben wir das. So, und das könnt ihr jetzt überall links herum machen und dann müssen wir das Ganze noch beschriften. Ich glaube, da mache ich einen Teil 2, der wird bald kommen. Jetzt beende ich erstmal das Video. Beim nächsten Mal beschriften wir das Ganze, wir kopieren das noch hoch in die nächste Decke und dann machen wir noch unsere Planzusammenstellung. Servus, ciao, euer Peter.